Hallo und herzlich willkommen. Heute mal wieder ein Video von mir seit langer, langer Zeit. Liegt doch daran, weil ich wirklich viel im Training gerade bin und ist auch nicht mehr lange, dann kommen wieder etwas mehr Videos. Heute geht es um AMD Hybrid Graphics. Sprich, ich nutze meine diskrete Grafikkarte in Kombination mit der APU, die in der CPU drin ist. Und damit kann man auch eine ganze Menge Strom sparen. Also da sind locker 40 Watt drin. Und wenn der Rechner wie bei mir hier locker 6 Stunden im Durchschnitt am Tag an ist, dann macht sich das auf Jahr wirklich bemerkbar. Funktioniert aber nicht ganz so rund. Also ab und zu habe ich mal noch ein paar Systemhänger bzw. Abstürze beim Restart bzw. beim Shutdown, also beim Runterfahren. Da hängt er sich sporadisch auf, ist nicht immer, aber es kommt vor. Woran das jetzt genau liegt, ob es an den Treibern liegt oder an Windows direkt selber, kann ich nicht sagen. Kurz und knapp, wie es funktioniert. Dazu müsste man das im BIOS erstmal die APU einschalten und auch erzwingen, dass die Bildausgabe als erstes über die APU läuft. Also man steckt das Monitorkabel ins Mainboard rein, kein Kabel in der Grafikkarte. Das definitiv nicht, das zeige ich auch gleich. Sonst funktioniert das Ganze nicht. Wie gesagt, ins Mainboard rein und vorher im BIOS alles aktivieren und dann Rechner einschalten, Treiber installieren, wenn noch nicht erfolgt, und dann passt das. Standardmäßig ist dann sozusagen in Desktop-Anwendungen, Browsen, YouTube schauen, was auch immer, ist standardmäßig dann also von Windows her, die APU aktiv, die wirklich stromsparend ist. Und wenn man jetzt 3D-Mark startet, zockt oder was auch immer man für die diskrete Grafikkarte braucht, wird die dann aktiv. So, hier im BIOS, ganz einfach, bei Gigabyte zum Beispiel jetzt hier, gehen wir oben auf Settings, dann eins runter auf IO-Ports. Dann haben wir Initial Display Output. Steht aktuell noch auf PCI Express 1-Slot, also die diskrete Grafikkarte. Die schalten wir um auf IGD-Video, also auf die integrierte. Und integrierte Grafik, darunter müssen wir natürlich auch einschalten. Entweder Auto. Ich tue es erzwingen, also dass die immer aktiv ist mit Forces. Wie das jetzt bei anderen Herstellern aussieht, kann ich jetzt nicht so auf Anhieb sagen, müssen wir nachschauen. UMA, Arbeitsspeicherzuweisung, Videospeicherzuweisung, lasse ich auf Auto, ist jetzt wirklich nur zum Testen. Und mehr brauchen wir nicht. Dann gehen wir oben auf Save and Exit. Und hier steht auch nochmal beim Speichern, was geändert wurde. Primäre Ausgabe ist auf APU und integrierte Grafik haben wir natürlich, dass die immer aktiv ist. Ja, jetzt starte ich erstmal neu und dann fahren wir das Ganze erstmal wieder auch runter. Müssen ja erstmal den Grafikkartenanschluss umstellen, also umstecken. Ziehen wir den raus und stecke ich die ganz einfach um in den von DisplayPort diskrete Grafikkarte auf DisplayPort Mainboard. Umgesteckt. Hier kein Kabel mehr drin, alles frei, nur noch das Netzwerkkabel und oben das Monitorkabel. Können wir den Rechner wieder einschalten. Bei mir sind die ganzen Treiber schon installiert, weil ich habe das alles schon mal vor Wochen mal getestet. Aber bisher noch nicht dazu gekommen, ein Video dazu machen. Hier in der Radeon Software, man sieht ja jetzt auch von der diskreten Grafikkarte hier 700XTX. Aktuell Board Power 9 Watt, vorher waren es immer so um die 58 Watt. Permanent auch in Desktop-Anwendung und jetzt sind es locker 40 bis 50 Watt weniger. Kann ich hier auch auf Rage-Modus stellen. Lassen wir auch gleich mal so. Können wir das Ganze schließen. Dann starten wir kurz 3D-Mark. Das haben wir hier oben. Benchmarks. Hier gleich klassisch Time-Spy. So, jetzt haben wir in den Settings, haben wir ja standardmäßig dann automatisch auch gleich die diskrete Grafikkarte drin. Rendering Device, AMD Radeon RX 7900 XTX. Man könnte jetzt auch die APU testen, aber wollen wir nicht, wir wollen ja unsere Gaming-Grafikkarte. So, und die kommt auch gleich die Meldung, the Rendering Device is not connected directly, also ist nicht direkt angeschlossen und die Framerate kann limitieren bei der Bandbreite von PCI Express Bus. Aber so stark limitiert ist es nicht, deswegen will ich euch das jetzt zeigen. Lassen wir einfach mal laufen. Das dauert immer hier. Okay, noch schon Kaffee trinken, bevor er kalt wird. So, dann werden wir sehen, es läuft flüssig. Mit der APU würde ich das nicht hinbekommen. Wir haben jetzt aktuell noch schon 100 und
70 Frames aktuell zu 100. So, Graphics Score 29.452 im Rage Mode, wohlgemerkt. Und wir können das natürlich auch gleich mal vergleichen. Mal schauen, wie es letztes Mal hier meine Resultate. Timespy hier hatte ich davor 26.716. Da hatte ich einen Graphics-Punkte von 30.467, auch im Rage-Mode. Weil, wie gesagt, den lasse ich immer im Rage-Mode laufen, die Grafikkarte. Es sei denn, ich will mal schauen, was die Grafikkarte so leistet. Dann tue ich es manuell übertakten. Da kam ich, glaube ich, auf 32.000 Graphics-Score in etwa. Aber nicht der Rede wert. Und hier haben wir das in Differenz von 1000 Punkte, 29.452 zu 30.467, ja, rund 1000 Punkte. Das ist jetzt nicht so wirklich die Rede wert. Das kommt bei 4K, sind das vielleicht zwei, höchstens drei Frames, also mehr wird es nicht sein. Und von daher alles im grünen Bereich. So, starten wir mal kurz Division 2, wie das in Games halt funktioniert. Ich hätte auch ein anderes Spiel jetzt nehmen können, aber wie gesagt, das ist das Spiel, was ich in letzter Zeit, wenn ich Zeit habe, mal gezockt habe. Also in den letzten 4 Wochen wahrscheinlich nicht. So, hier kommt gleich die Meldung. Schön zu sehen. Das System erfüllt nicht die Mindestanforderungen für dieses Spiel. Dies könnte die Leistung des Spiels negativ beeinflussen. Und man sieht auch, wie es laggt. Und das liegt daran, jetzt nicht an der Grafikkarte oder an dem System. Das ruckelt. Jetzt schaue ich mal kurz hier rein. Einstellungen. Grafik. Video. Wenn ich da rankomme. So. Da kann ich jetzt nämlich hier nämlich nicht die Grafikkarte auswählen. Also gehen wir mal hier raus aus dem System. Oh, gut. Ja, also die APU reicht dafür nicht aus. Und das Problem kann man ganz einfach umgehen. Normalerweise stört das Windows her, aber in diesem Fall jetzt nicht. Wir gehen einfach hier auf Display Settings oder halt Grafikeinstellungen, wenn ihr es auf Deutsch habt. So, dann habe ich hier unten Graphics stehen. Also, und hier bei den Standardeinstellungen haben wir dann Spiele zum Beispiel, Far Cry 6, das ist eigentlich für mich Schnulli ist, Horizon 5 und so weiter. Hier unten wähle ich Tom Clancy's The Division 2 aus. Hier steht dann Let Windows Decide, also Windows soll die Einstellung wählen, in Klammern High Performance. Macht es aber nicht, haben wir ja gerade gesehen. Jetzt wählen wir hier optional die Option. Dann haben wir hier das Windows auswählt, High Performance oder Power Saving. Hier nochmal High Performance mit der Radeon Graphics, also die APU. Ist natürlich Blödsinn, genau, deswegen wählen wir selber aus, Specific GPU, und dann haben wir hier die Auswahl Radeon Graphics oder die 700 XTX. Und dann speichern wir das Ganze und dann können wir das Ganze erschließen. So, jetzt starten wir Ubisoft, also Tom Clancy's Division 2, ja, erneut. Und das läuft. Das sind jetzt 3840 mal 1600. Und flüssig. So, der ist eigentlich auch durch. Deutschland 124 FPS. Ja, CPU-Auslastung mit 1%, das ist ein bisschen eigenartig. Die sind natürlich deutlich mehr. So, gehen wir mal zurück. Ja, wie gesagt, funktioniert. Bei manchen Spielen oder Anwendungen müsste man dann wirklich festlegen, in den Windows-Einstellungen hier, welche Grafikkarte genutzt werden soll. Weil in High-Performance-Modus erkennt Windows nicht wirklich, dass die diskrete Grafikkarte die höher performte ist. Von daher nicht so schlimm, kann man ja umstellen. Geht ziemlich schnell, habe ich auch gerade gesehen. Und dann funktioniert das. So kann man Strom sparen. Also 40 bis 50 Watt ist mit der auf jeden Fall drin. Mit der 700 XTX. Und Nachteil ist natürlich, wenn ich jetzt hier die Radeon-Software starte. Ich habe hier oben Home Gaming Performance. Ich kann sozusagen, da die APU die primäre ist,
Ich habe keine Desktop-Aufzeichnung. Ich kann nicht Recording starten oder Streaming starten mit der Software. Das geht leider nicht. Das ist ein Nachteil und auch sehr bedauerlich, weil ich das ziemlich oft nutze. Aber sonst, ja, wie gesagt, funktioniert's. Keine Frage. Kann man nutzen. Ja. Dann war es das heute kurz von meiner Seite zu dieses nette Gimmick, um Strom zu sparen. Vielleicht will der eine oder andere da noch ein paar Watt sparen, je nachdem wie lange der Rechner am Tag läuft. Also bei 6 Stunden, wie bei mir am Tag, kommt halt eine ganze Menge zusammen. Und auf ein Jahr gerechnet sowieso, also da brauchen wir nicht drüber reden, sind schon einige andere Euros. So, dann danke fürs Zuschauen und bis die Tage. Macht's gut, ciao, ciao.